Willkommen zurück beim Landwirtschaftssimulator. Tja, der Plan hat nicht funktioniert, Johnny hier arbeiten zu lassen. Er hat sich hier wieder rückwärts im Kreis drehend festgefahren. Das heißt, ich werde jetzt doch selber arbeiten müssen. Das heißt, ich schalte mal die Spurführung ein. Genau. So. Helfer H. hat die Arbeit erfolgreich beendet. Du meinst mit den 93... Ach nee! Das ist mein Dünger, der nach Hause gefahren ist. Warte mal. Johnny. Wenn ich dir sage, du sollst hier auf dem Vorgewände anfangen, dann kannst du doch erstmal hier drumherum im Kreis fahren und ich mache dann den Rest, oder? Vorgewände. Machst du jetzt? Ja, guck mal, was für Löcher der gelassen hat. Ich meine, wenn das mein eigenes Feld wäre, müsste ich das alles nacharbeiten. Also, Johnny, Johnny, Johnny. Okay. Du kommst gut durch. Guckt euch das an hier. Erstklassige Arbeit. Okay, und er hier? Ist angekommen. Hab ich eigentlich noch Dünger hier drinne? Stopp. Achso, brauche ich ja gar nicht. Es kann ja sein, dass ich kalken muss. Da muss ich ja sowieso wieder abladen. Das heißt, ich stelle das Ding jetzt einfach hier hin. Und sehe dann zu, dass der mit dem Pflügen fertig wird. So. Was machst du gerade? Du musst nur noch im Kreis fahren, Johnny. Jetzt weiß ich, warum das so gut bezahlt wird. Weil Johnny dazu nicht in der Lage ist. So, er hier. Na wunderbar. Guckt euch an, wie gut der das macht. Okay. Ist was Neues dazugekommen? Nochmal 10.000 Krobanen? Das würde ja zu lange dauern. Vielleicht nächsten Monat, wenn er noch da ist, der Auftrag. Na, Johnny, kriegst du das gebacken? Oh, wirklich? Ach komm, vergiss es. Tschüss. So, mach die Spurführung an. Danke. Runter mit dem Pflug. Vorwärts hier. So, jetzt muss ich hier 5
Runden drehen. Na, das wird ein Spaß. Vielleicht hätte ich das von Anfang an machen sollen. Ah, guck mal, der da oben ist fertig. Jetzt haben wir nur noch den Auftrag hier. Sehr gut. Das heißt, ich muss jetzt hier... Alles hängt an mir fest, weil Johnny das nicht kann. KI-Helfer hat die Arbeit erfolgreich beendet. Danke. So, mal gucken, ob jetzt Rangieren hier wirklich so schlimm ist. Stopp, V, Rückwärtsgang. So. Hab doch Johnny. Wisst ihr? Einmal mit Profis. Ja, das Schlimme ist aber, ich kann jetzt nicht einfach hier Johnny wieder einschalten, weil da fängt er wieder ganz vorne an. Das heißt, wenn, dann muss ich selber fahren jetzt. Alles. Warte mal. Oder was passiert, wenn ich K drücke? Oh, er macht es. Okay, dann macht das mal weiter. Das war meiner, wa? Ja, seht ihr hier. Hier durfte ich... Ach so, ja gut, hatte ich aus Versehen noch Gaspedal drin. Wie kommst denn du nach Hause? Hier. Jetzt schaffst du ja nicht. Fahr mal so rum. Genau. Ziel setzen. Ach, jetzt fährt er aus. Jetzt fährt er hier rum. Okay. Soll mir recht sein. Was ist mit dir? Ha? Was ist los? Ha? Nee, macht er nicht. Ach so, das sind die verschiedenen. Ja, ja. Das ist gar kein Helfer mehr. Das ist nur noch Spurführung. Hä? Jetzt habe ich aber keine Taste gedrückt. Naja, da muss ich mich auch mal beschäftigen. Was sind wir jetzt bei 65%? So. Shop. So. Ah, Johnny ist angekommen. Warte, ich gebe dir gleich eine neue Etappe. Wo bist du angekommen? Da. Ziel setzen, fahr du mal bitte bis nach oben. Okay. Und wir machen hier das nächste. Oh Gott. So war das
eigentlich nicht geplant, dass ich jetzt hier das ganze Feld selber mache. Aber gut, manchmal muss man eben für das Geld selber arbeiten. So. Ach, Helfer ist angekommen. Okay. Aber ich kann erst in den neuen Monat springen, wenn ich hier fertig bin. Das tut mir leid. Halt. Ach ja, richtig. Okay. So. Let's go. Hier ist er schon. Warte mal. Hier ist er schon. Dann fangen wir hier an. So. Ja, der bleibt da. Ja, dann bleibt da wieder ein Loch. Na gut. Müsste ich jetzt auf der Orangenlinie fahren oder auf der blauen? Auf der Orangen, wa? Ja, Trottel. Die blaue ist die Außengrenze. Kein Wunder, dass er noch bleibt. So, jetzt kommen wir der Sache näher. Gut. Läuft. Okay. 80% sind wir. Läuft das gut genug für Zeitraffer? Ich würde sagen, ja. Okay. Musik an. Zeitraffer an. Let's go.
Prozent. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich das letzte Prozent herkriege. Ja, guck. Oh, ich würde sagen, hier. Die Ecke machen wir und dann fahren wir hier einmal lang. Und dann müsste das schon ausreichend sein. So. War das hier? Genau. Zack, fertig. Auftrag abgeschlossen. Endlich. So, der ist abgeschlossen. Danke. Und Walter ist auch abgeschlossen. Damit sind wir bei 117.000. Ich würde sagen, im nächsten Monat kriegen wir das Geld zusammen für unser neuen für unser neues Feld. Und dann können wir im Frühling aussäen. Ja. Ich würde sagen, wir haben einen Plan. So. Du kannst den hier nur abstellen. Und den Auseinanderklaps haben wir festgestellt. So. Fertig sind wir mit allem. Also ab ins Bett. Gute Nacht, Opa. Schlaf gut. Und guten Morgen. Ja, 115.000. Ups. Wollte ich doch gar nicht durchklicken. Ich wollte als erstes gucken, ob mir irgendwas Wichtiges. Nö. Bei uns ist alles top. Oh, unsere Schafe könnten ein bisschen Gras gebrauchen. Okay. Fremdaufträge. Gar nichts. Einen kleinen Flug haben wir. Oder wir springen gleich in den nächsten Monat. Ja. Ich würde sagen, wir lassen den Dezember sein. Gehen in den nächsten Monat. Dann können wir beim nächsten Mal die Tiere machen. Und haben hoffentlich im Januar mehr Fremdaufträge. Und dann kommen wir langsam an unsere Arbeit ran. So, jetzt sind wir nur noch bei 113.000. Haben aber einen großen Grubberauftrag. Sehr gut. Den machen wir, kümmern uns um alles andere und dann let's go. Ich würde aber sagen, damit es schneller geht, nehmen wir die Geräte. Danke. So. Morgen. Ach, Feld 2 ist ja hier gleich um die Ecke. Das ist gut. Da brauchen wir gar keinen großen Zirkus machen. Dann klappt mal das Ding aus. Und sagen, wir fangen auf dem Hoch und Runter an. Wir machen Vorgewände. Wir haben Spaß. Und let's go. Sehr gut. Läuft. So, dann haben wir noch einen Holztransport. Nein. Weil mit dem Ding komme ich noch nicht zurecht. Und ein Totholztransport. Du kannst sie auch mieten.
Im angegebenen Bereich gibt es Probleme mit Totholz. Hilf dem Eigentümer und fälle alle toten Bäume. Diese sind bereits markiert. Belohnung pro Baum 150, also müssen wir 1000, 10 Bäume fällen. Strafe pro Baum 200. Und was mache ich da mit den Bäumen? Ich lasse lieber sein. Sicher ist sicher. So, das heißt, Preise. Gras verkaufen wir nicht. Hafer. Wir können den Rest Hafer verkaufen. Ja, Getreidemühle. Abmarsch. Wo ist das? Da hinten, 1200 Meter. LKW. Wir verkaufen unseren Hafer. So, wie viel haben wir da noch? 4000 Liter. Nicht viel, aber Geld ist Geld. So, Getreidemühle. 1000 Meter entfernt. Das kriegen wir ganz schnell hin. So. 8% ist er mit den Flügen durch, okay. Da hinten, okay. Gut. Ja, und da gucke ich mir gleich noch das andere an, Getreide und so. Dann können wir nämlich dort vielleicht. Ja, warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich hin muss. Wo bin ich denn? Da. Da, ach, da muss ich hin. Da hätte ich ja hier gerade ausfahren können. Ja, das ist doof. Ja, das ist doof. Jetzt muss ich hier wieder auf die Straße zurück. Na super. Da komme ich rüber. Okay. Passt es doch wieder, oder? Ja, jetzt biege ich hier einfach nach rechts ab und dann sind wir da. Sehr gut. Hat sie doch geklappt. Wo hier die Einfahrt ist. Hier. So, guten Morgen. Wir haben Hafer. Verdient. Grain hat. So, Ziel setzen. Fahr mal bitte bis dahin. Gut. In der Zwischenzeit gucken wir nach unseren Preisen. Mais. Mais können wir verkaufen.
Wo geht der hin? Hafengetreidesilo. Sehr gut. Wir bräuchten dann so einen größeren LKW. Stroh verkaufen wir. Naja, wobei. Naja, Stroh gibt nicht viel Geld. Was ist los? Ach! Entschuldigung. So, jetzt kann er fahren. Wunderbar. Wird unser nächster. Ja, und mehr haben wir nicht mehr, wa? Doch, hier unten Steine. Achso, die können wir ja nicht verkaufen. Haha. Also bleibt wirklich nur übrig der Mais. Und da kriegen wir nicht alles runter, da muss ich zweimal fahren. Den fahren wir zum Hafengetreidesilo, den wie ich kenne. Was ist los? Achso! Ich habe dir ja gesagt, sollst du die Hälfte fahren, weil du sonst die Wege nicht findest. So, dann machen wir den Rest schnell selber. Mal schauen, was uns der Reis einbringt. Vielleicht reicht das sogar jetzt schon für den. Was sie nicht bearbeiten, diese zu sein. Und dann Morgen. Ich hätte gerne Mais. Mais. 11.000 und rein kriegst du 7. Alles klar. Mal gucken, was das ist. Das war weg, gerade denken wir gleich hier. Und dann fahren wir einfach hoch. Vielleicht sollte unsere nächste Investition nach dem Feld ein größerer Truck sein. Oder ein Anhänger für den. Und let's go.
sehr gut. Hundertfünfundzwanzigtausend. Sehr gut. Das heißt, der restliche Mais bringt uns eine Reserve für die Schulden und alles. Und da wir dann noch den Fremdauftrag haben, dann ist ja auch noch mal Geld ein. Können wir das Feld kaufen. Cool. Das heißt, nächste Saison haben wir nicht nur drei Maisfelder, sondern auch ein großes Feld. So, der Auftrag ist 30% erledigt. Ich würde sagen, die zweite Runde wegfahren, kann ich auch offscreen machen. Dann würde ich jetzt hier abbrechen, den Mais wegfahren und Anfang nächste Folge machen wir dann die Abrechnung, kaufen das neue Feld und steigen in den nächsten Monat. So. Das klingt nach einem Plan. Und deshalb sage ich von mir aus Dank fürs Zuschauen. Danke für eure Tipps und Kommentare. Macht's gut, genießt den Tag. Und vor allem, see you later.